Willkommen hier aus Österreich. Heute nur Österreich in unserer FNs 22 Kombi Season Audi Karriere Staffel 2. Halleluja, ist das viel. Wir sind dieses Mal in Spielberg und ich kann euch sagen, heute geht's richtig ab. Also im Rennen werden so viele weirde Sachen passieren, an denen ich beteiligt bin, aber auch nicht. Also hier die 4,3 Kilometer lange und 10 Kurven lange Strecke, 3DS Zonen, Hard Spielberg und ja, generell eine geile Strecke. Richtig spaßig und Highspeed pur. Denn wie auch im vergangenen Jahr gibt es auch in der echten Formel 1 Season dieses Wochenende oder halt an dem Spielberg-Wochenende wieder einen Sprint hier. Ich freue mich wieder extrem drauf. Spielberg jedes Jahr eine geile Strecke. Los geht's. Nico, wer auf Polkurs? Okay, jetzt nicht mehr. Es ist eine Strecke, die ich eigentlich beherrschen sollte. Nur, ja, es ist halt nicht immer perfekt, was ich hier abziehe. Abonniert unbedingt doch gern kostenlos den Channel. Lasst gerne ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Auf Instagram, auch gerne auf IT-Gaming und auch gerne auf Itz-Tobi auf TikTok. Links immer alle unten in der Bio. Danke schon mal im Vorhinein fürs Reinfolgen. Und wir, ja, sind hier mittlerweile Ende Sektor 2, umrunden den Bullen sozusagen. Links von uns auf dem erhöhten Bergchen ist der Bulle drauf. Wir sind auf einem komfortablen 7. Platz aktuell. Viel, viel Schwung mitgenommen und mir fällt auf jeden Fall auf, obwohl wir hier Vollspeed geben und richtig viel rausholen, kommen wir auch nicht stark vom Fleck. Das liegt vermutlich auch an unseren Upgrades. So, letzte Kurve ordentlich hier erwischen. Und das ist der 8. Platz. Im Sprint können wir das Ganze ein bisschen verbessern, würde ich sagen. Wir sind direkt in den Sprint, denn es gibt für den Sprint leider keine Startabstellung. Und die brauchen wir auch nicht. Unser Start war eher semi-gut. Wir kommen hier nicht weg vom Platz. Das ist gar nicht gut. Gott sei Dank hatte auch Perez hier keinen guten Start. Das Alonso. Oh mein Gott, da kommt die Berührung mit George Russell. Wir werden aber eh weit hinten bleiben. Das ist immer noch der 8. Platz. Ja, ich muss ein bisschen nach vorne, um im Rennen immerhin eine minimale Chance aufs Podium zu haben. Oh, da sticht Perez raus. Und da gehen wir rein und diesmal ordentlich an George Russell vorbei. Das ist der 6. Startplatz aktuell und ich würde sagen, das wäre schon gut. Das würde mir echt auch sehr gefallen, der 6. Platz wäre toll. Mal schauen, da vor uns hat sich eine kleine Gruppe gebildet. Ich glaube, dass Norrie der langsamere ist und ja, dass Hamilton schon ein bisschen schneller könnte. Aber es schaut doch so aus, als ob da vor Norris einer ist, der auch nicht stark wegkommt. Wir sind in der 4. von 6 Runden, konnten die Pace aber nicht halten. Die da vor mir gehen, also scheint dann doch so, als ob wir die langsameren sind. Ja, Russell hat noch keinen Angriff gewagt, aber DS ist natürlich auch enabled und jetzt müssen wir halt mal gucken. Hoffentlich zieht der da nicht direkt an uns vorbei. Ja, mal schauen, vielleicht ist noch was drinnen, gerade am Ende des Rennens, wenn dann vielleicht, oh, da ist ein riesen Fight da vorne zwischen Verstappen und ich habe den zweiten leider nicht gesehen, aber dahinter kleben alle dran, das hilft uns natürlich enorm. Wir kommen hier schön dran an Lewis Hamilton, können noch nicht den Angriff wagen, aber vielleicht in der letzten Runde mit DS-Hilfe könnte einiges noch gehen. Ich mal mir da gute Hoffnungen aus, denn der 5. Startplatz ist immer noch besser als der 6., aber der 6. ist natürlich schon besser als der 8. Okay, ihr wisst, was ich meine. Wir sind hier auf einer guten Position, auf einem komfortablen, jetzt auch endlich komfortablen Vorsprung zu George Russell. Und in der Weltmeisterschaft sieht es auch gut aus. Seit gestern sind wir nämlich nur 4 Punkte hinter den WM-Führenden, hinter Charles Leclerc. Und der ist ja, glaube ich, ja wieder Erster. Der nimmt dann wieder die 8 mit und da kommt der Überraschung, späte Move hier gegen Lewis Hamilton und das ist der 5. Startplatz. Wir verlieren zwar wieder all in all 3 Punkte an Leclerc, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Das Rennen ist so ein geiles Event hier, wirklich. Spielberg immer wieder geil und vielleicht wird's was. Vielleicht holen wir heute noch den Win. Da muss aber einiges passieren. Ein Verstappen, der vielleicht wieder übers Ziel hinausschießt mit Sainz und so. Oder ja, Leclerc gewinnt hier den Sprint. Gut für ihn. Eher so semi-gut für uns. Wir nehmen aber trotzdem den 5. und 3 Punkte mit. Also das ist auch okay. Gucken wir uns mal die restliche Startaufstellung an. Wer so von 1, 2, 3 und so weiter startet. Erster Bono Korn ist Driver of the Sprint geworden. Auch sehr interessant. Bremsen zur Kurve 3.
Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Norris, der Professor und Hamilton, Russell, Ocon, Perez und Fernando Alonso, Hülkenberg, Theo Pourchaire, Alexander Albon und Gasly, Magnussen, Joe, Oscar Piastri und Yuki Tsunoda, Stroll, Latifi, Vettel und Mick Schumacher. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Und Kevin Magnussen vom letzten Platz. So, da lach. Jetzt geht's los in das Hauptrennen. 18 Runden sind zu gehen, 5. Platz. Und los geht's hier von, ja, zum Spielberg Grand Prix oder zum Österreich Grand Prix. Wir kommen wieder mittelmäßig gut weg, können uns aber hier außen gut positionieren. Und da geraten wieder Sainz und Verstappen aneinander. Wir haben hier leider, ja, so ein bisschen die Arschkarte, denn wir müssen hier hinter Verstappen nachfahren. Und hier gehen wir mittig durch. Sainz verbremst sich und es wird ganz eng hier. Sainz neben die Strecke, der gibt uns den Platz zurück und wir übernehmen hier den zweiten Platz. Also mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Dieses kranke Durchspiel hier und dann an Sainz vorbei und an Norris vorbei. Also ein größeres Geschenk hätte mir Sainz hier nicht machen können. Es war wirklich toll. Wir sind 2. Platz und das vom 6. Platz, zum 5. sind wir gestartet. Aber trotzdem, wie genial ist das denn? Also ich sag mal, vielen Dank, Carlos Sainz, dass du uns hier so ein großes Geschenk gemacht hast. Das Ding ist halt, Leclerc ist wirklich weit weg. Der hat schon 2,5 Sekunden Vorsprung nach der ersten Runde. Also fast 3 Sekunden Vorsprung. Also das wird schwierig. Da nur annähernd irgendeine Antwort zu finden, das könnte wirklich problematisch werden. Auch Norris, der drückt ordentlich an. Jetzt hast du natürlich mal ein bisschen ins Rennen reinfinden, die Pace finden und auch natürlich die Routine finden. Aber ich denke mal, das sollten wir schaffen. Purple im ersten Sektor und da sind es auch schon 3 Zehntel, was wir aufgeholt haben. Und zwischen Sainz und Norris ist ein kleiner Fight. Sainz jetzt an Norris vorbei. Und was für ein kranker Start. Also wirklich so ein cooler Start. Das hatte ich mir lang nicht so erwartet. Das gucken wir uns nachher unbedingt noch in der Replay an. Jetzt in der Replay an. Und die beiden Ferrari starten also aus der ersten Startreihe. Dahinter Max und Norris. Wir sind dann dahinter und kommen eher semi-gut weg. Konnten aber hier durch das, ja, ich würde mal sagen, zurückhalten. Mit mehr Schwung aus Turn 1 rauskommen. Und sind dann wirklich bombastisch hier mal dran gefahren an die beiden. Auch mal hinten an Verstappen dran getupst. Und ja, hier dachte ich mir zuerst, das wird schlecht. Das wird schlecht. Das kann schlecht ausgehen. Nur, dass ich dann auch Norris hier innen viel zu fett über den Körper drüber gerattert. Und wir können da innen oder mittig, besser gesagt, können da unseren Profit schlagen. Wir sind in der 4. Runde und es sieht wirklich alles so aus, als ob, unser Teamkollege ist draußen. Das ist natürlich schade, bitter. Nico Hülkenberg, der war auch echt stark an dem Wochenende. Sektor 1 hatte ja sogar im Qualifying, war er kurzzeitig auf dem ersten Platz. Auch startplatztechnisch nicht so schlecht. Also ich hätte Hülkenberg echt Punkte zugetraut hier in Spielberg. Das ist natürlich schade. Hier rechts fahren wir dann an ihm vorbei. Na schade, echt traurig. Ich hätte echt gehofft, dass wir da vielleicht mehr Punkte holen können. Er war links, nicht rechts, sorry. Wir haben jetzt 3 Sekunden Rückstand, aber auch 2,5 zu Sainz. Es ist so ein bisschen eingerostet jetzt. Wir kommen zwar hinten weg, also von den hinteren weg, kommen aber Leclerc nicht nach. Und das heißt natürlich, zwei Möglichkeiten, pushen oder durch Strategie. Und ich entscheide mich mal für pushen und das geht ordentlich in die Hose. Hier direkt neben die Strecke Verwarnung und dann will ich hier einfach zu viel. Das Heck kommt, der Frontflügel ist weg und beim Zurückrollen auf die Strecke nehmen wir hier Lando Norris mit. Das ist natürlich der Worst Case, 5 Sekunden ganz verdient und wir nehmen hier das Auto komplett zerstört. Seitenkästen auf Orange, Frontflügel weg, 5 Sekunden Strafe und wir fallen
fast ans Ende des Feldes zurück. Safety Car ist draußen, das ist vielleicht so ein bisschen der Trost für diesen dummen Unfall. Und das gucken wir uns unbedingt nach in der Replay an, aber ich glaube, da gibt es keine bessere Kameraansicht. Das einzige halbwegs Gute ist, dass Safety Car gekommen ist und dass wir jetzt direkt hinter Leclerc und Sainz sind. Also die sind jetzt direkt vor mir und das könnte interessant werden. Safety Car in this lap und jetzt heißt natürlich totaler Angriff. Ich muss wieder an Sainz, an Leclerc vorbei und habe jetzt vielleicht sogar die beste Chance im Rennen an einen der beiden oder halt an Leclerc vorbeizugehen. Das müssen wir uns aber jetzt mal angucken. Turn 1 kommt, bremsen wir spät rein und gehen an ihn vorbei. Jetzt sind wir direkt an Leclerc dran. 6 Zehntel. So nah waren wir das komplette Rennen nicht an Leclerc dran, als wir jetzt dran sind. Tsunoda deckt hier sehr gut ab. Und da kommt auch so ein bisschen Magnussen. Tsunoda, die passen noch gar nicht auf. Also die gehen einfach hier in den Kampf rein. Und wir können hier wirklich uns links positionieren und gehen außen an Charles Leclerc vorbei. Ich glaube nicht, dass es das schon gewesen ist, denn jetzt blockiert uns hier ein bisschen Magnussen und wir müssen außen innen an Magnussen rein. Das ist sehr eng, das ist sehr eng hier. Das Gute ist, dass wir an Magnussen vorbei sind, aber Leclerc nicht. Da kommt der Switch, nein, den können wir halten. Das ist der 10. Platz, aber viel wichtiger, es ist all in all. Es ist all in all der erste Platz. Yuki geht rein und jetzt gehen alle rein. Die KI ist ein bisschen dumm, muss man sagen. Denn beim Safety Car hätten sie die halbe Zeit verloren und jetzt direkt eine Runde nach Safety Car gehen sie da rein. Hier haben wir nochmal die Replay. Ich gehe hier viel zu weit raus, will mehr Schwung mitnehmen. Und ja, dann auf diesem Gras ist einfach oder neben der Strecke ist einfach kein Grip. Ich kann eigentlich vor Glück sagen, dass das nicht zum Ausfall geführt hat. Und beim Zurückrollen, ich kann zwar natürlich auf Gas steigen, aber durch die Traktionskontrollemittel nur Wheel Spin und ja, da ist es leider um Norris gewesen. Der kann nicht so schnell ausweichen, wie wir hier kommen, kann nicht so schnell reagieren und fährt da direkt in uns rein. Das ist natürlich bitter. Das ist bitter hier. Hier habe ich nochmal probiert, ein bisschen Zeit rauszuholen und dann hier das Manöver gegen Magnussen. Ich würde sagen, das ist ein typisches Magnussen-Überholmanöver und ja, wie du ihn, so ich dir, also das ist, ja, denkwürdig. Jetzt ist Sainz hinter uns und der hat es wirklich geschafft, hier an uns dran zu bleiben. Und da wird es nochmal zu einer sehr, ja, prekären Situation kommen. Das kann ich schon mal spoilern. Hier geht's aus Sektor 1 raus, gut, ein bisschen in die Strecke gekommen, hat Zeit gekostet. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall abdecken, denn Sainz ist in Schlagdistanz, aber hier wird er nicht angreifen. Denkst du, der hält hier drauf, verbremst sich und dreht uns weg, reißt sich den Frontflügel ab. Wir müssen uns das Ganze nochmal angucken. Kein normaler Mensch geht so spät da rein, aber Sainz sagt ja, der geht da rein und reißt sich den kompletten Frontflügel runter. Hier noch einmal Sainz, also ich habe jetzt auch nicht gemoved under braking oder so, aber er hat sich komplett verschätzt, vertan. Vielleicht zu spät auf der Bremse und dreht uns hier weg. Das ist nicht schön. Und hier haben wir das Ganze aus Leclercs Sicht. Ja, der hat natürlich auch hier Pech. Denn wenn ich nicht zu blöd rutsche, kann Leclerc einfach vorbeigehen und übernimmt wieder die Führung. Und so ist es auch. Leclerc probiert es hier zwar wieder außen, aber da passt doch kein Platz. Klar sind auch innen, außen genug Platz, aber ja, innen habe ich natürlich den kürzeren Weg. Sainz muss vermutlich nochmal in die Box rein, oder? Also das werden wir mal gucken. Und gelb. Sainz stellt ab. Das kommt jetzt sehr überraschend. Doch, Sainz fährt in die Box und stellt ab. Hä? Zu groß der Schaden dann anscheinend. Es sind noch zwei Runden zu gehen. Ja, jetzt haben wir auch noch einen leichten Flügelschaden zum Seitenkästenschaden. Das ist natürlich jetzt echt bitter. Und da kommt wieder Leclerc. Aber jetzt decke ich innen ab, weil ich nicht nochmal weggedreht werden möchte. Und ja, wir sind in der letzten Runde und das könnte nochmal spannend werden. Aber ich glaube, da gibt es auch keine richtige Möglichkeit mehr für Leclerc, dass er uns da holen kann. Wie es Mick auf den 3. Platz geschafft hat, ist mir ehrlich gesagt ein Wunder. Aber bei so einem Rennen wundert mich auch ehrlich gesagt gar nichts mehr. Es ist so weird. Dieser Start, dann dieser Crash, dann Safety Car und dann nochmal der Crash mit Sainz. Ich bin echt froh, dass das Rennen vorbei ist, Leute. Und wir gewinnen hier. Trotz eines sehr dummen Crashes, trotz eines nochmal Crashes und eines Safety Cars und nur Startplatz 6 das Rennen.
Aber für mich ist Drive of the Day eindeutig Mick Schumacher. Und natürlich auch trotz der Penalty. Und das ist auch geworden. Mick Schumacher mit dem Haas auf den dritten Platz. Also ich glaube, da wäre auch heute für Nico Hülkenberg alles drin gewesen. Wir können uns freuen. Und das ist, glaube ich, jetzt sollte das, wenn ich richtig gerechnet habe, entweder ein Punkt Vorsprung Leclerc oder ein Punkt wir Vorsprung sein. Oder Punkte gleich. Also eins dieser Szenarien kann es auf jeden Fall sein. Alles ist gut für uns, denn so bleibt die WM-Hoffnung noch am Leben. Ja, das Auto sieht unheimlich mitgenommen aus. Das gibt sicher viel, viel Schaden. Unterboden, Seitenkästen, Frontflügel. Ich habe schon ein bisschen Schiss und das scheint schon zur Gewohnheit zu werden. Das dritte Rennen in Folge gewinnen wir hier nach Montreal und nach Großbritannien, jetzt auch Österreich. Also wow, es ist eine Siegersträhne und ich hoffe, die reißt nicht ab. Aber ja, ich habe da keine großen Hoffnungen. Frankreich ist wieder was ganz anderes. Ungarn nochmal was ganz anderes und Belgien liebe ich. Also die nächsten Rennen sind auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär. Aber ja, das kann noch härter werden. Die nächsten zwei Rennen, nächstes Mal dann wieder in der Kombi-Season. Also wieder zwei Rennen am Stück. Wir nehmen 4 Punkte mehr mit als Leclerc, weil ich auch die schnellste Rennrunde im Rennen gehabt habe. Und das ist sehr cool. 30 Punkte und 26 für Leclerc. Aber ja, ist natürlich bitter, weil wenn ich in Sprint ein bisschen weiter vorne gelandet wäre, wären das noch mehr Punkte. Aber hätte, wäre, wenn. Es ist trotzdem ein tolles Ergebnis, muss ich sagen. Schade für Nico Hülkenberg, dass der ausgeschieden ist. Und wir sind tatsächlich punktegleich mit Charles Leclerc. Ey, einfach random. Das geht einfach nicht. Mann, Punkte gleich mit Leclerc im letzten Rennen, ins nächste Rennen. Also das kann spannend werden. 176 Punkte in der Konstrukteurs-WM hinten, aber die Mercedes sind schlagbar. Das sind nur 20 Punkte, mehr oder weniger, 20, 24 Punkte. Also einmal, ja, siegen und bei der Mercedes nicht in den Punkten und wir haben das. Oder Nico holt mal ein paar Punkte. Ich freue mich extrem. Und wir gucken uns auch die Rivalität an. Gott sei Dank ist nicht Norris unser Rivale, sonst hätte das vermutlich das Game noch mehr aufgepusht. Und wir führen die Rivalität easy an. Also die sollten wir auch im nächsten Rennen oder im nächsten Video sollten wir die locker brechen. Nico ist auch okay unterwegs gewesen. Schade natürlich der Ausfall. Ich hätte ihm da echt die Punkte gegönnt. Also ich glaube auch, dass da sicher 1-2 Punkte drin gewesen wären. Aber ja, sollte nicht sein. 1,03 Millionen gibt es aufs Konto dazu, weil wir alles gut gemacht. Und es sind nur 20.000 Schaden, obwohl der Unterboden und die Seitenkästen hin sind. Das ist auch interessant. 7,6 Millionen, da können wir, glaube ich, auch mal endlich wieder was kaufen. Moral geht um 10% drauf, das freut mich natürlich. Und neuen Sponsor brauchen wir. So, aber ich würde mal sagen, danke fürs Zugucken, Leute. Das war heute, glaube ich, Action für zwei Rennen drin. Und ja, es ist mir natürlich klar, dass ich nicht an jedem Crash unbeteiligt war, denn so ist es leider halt mal. Es ist eine Millisekunde, wo du entscheiden musst, was passiert und nehmt es bitte nicht zu übel, falls ich da den ein oder anderen Moment oder die ein oder andere Szene falsch eingeschätzt habe. Ich erfahre aktuell so viel Missgunst auf TikTok und so, also bitte. Es ist ein Game, ja, schon klar, aber seid doch mal ehrlich, es ist ein Spiel, also nehmt es bitte nicht zu ernst. Schaut auch gerne auf Insta, auf TikTok vorbei, Finster-Tobi, macht auch gerne die 13k voll, auch gerne auf Instagram, könnt ihr vorbeischauen, Links wie immer alle unten in der Bio und wie gesagt, stay tuned, seid nicht so toxic, abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst doch gerne einen Daumen da, bis morgen oder später auf TikTok und ciao.